Schönen guten Abend, liebes Publikum im Frankfurter Filmmuseum in meiner Carte Blanche. Heute Abend sehen Sie einen Film von François Truffaut. Das war natürlich notwendig. Einer meiner großen Helden. Mindestens ein Film von Truffaut musste dabei sein. Der lang gezögert. Das Wolfskind mag ich ja auch wahnsinnig gern. Natürlich stehe ich dem. Aber schließlich habe ich La Sirène de Mississippi aus dem Jahr 1969 gewählt. Es ist, glaube ich, doch mein Lieblingsfilm von Truffaut, auch wenn er auf Deutsch den furchtbaren Titel hat, Das Geheimnis der falschen Braut, weil in diesem deutschen Titel ist leider der ganze Film schon verraten. Na gut. Jean-Paul Belmondo, besser war der nie als in dem Film. Catherine Deneuve, schöner war die nie als in dem Film. Spielen beide ganz hinreißend und in diesem eigentlich Abenteuerfilm. Gleichzeitig ist es auch ein ganz wahnsinniger Liebesfilm, der in seiner Sprache auch viel von Hitchcock übernimmt. Das war ja auch Truffauts Held. In der Musik, in der Bildsprache werden Sie hin und wieder Vertigo entdecken. Dann hat aber Truffaut seinen Film auch dem Genre Noir gewidmet und auch von dem spüren Sie viel in dem Film. Die Liebesgeschichte nimmt im Laufe des Films immer mehr überhand. Ich möchte Ihnen auch nichts verraten von dem Film, weil man sitzt auf der Ecke des Sitzes und will wissen, wie es weitergeht. Und gleichzeitig geht am meisten weiter nicht die Abenteuergeschichte, obwohl die auch verrückt ist, aber die Liebesgeschichte. Und es wird zu einer Geschichte wirklich von bedingungsloser Liebe. Das gibt's eigentlich im Kino sonst nicht so krass wie in diesem Film. Wie die Liebesgeschichte und die Beziehung der beiden langsam alles andere wegwischt und es nur noch darum geht, dass ein Mann eine Frau so liebt, dass er auch für sie sterben würde. Und obwohl er weiß, ich will's ja nicht verraten, was sie alles tut, zu seinem Verderben, er liebt sie immer trotzdem und er liebt sie immer mehr. Und ach, ich kann es Ihnen nicht erzählen, weil sonst muss ich zu viel von der Geschichte verraten. An einem Moment sehen Sie Belmondo vor der Kamera, klar, ist er, und dann läuft er über die Straße und was macht er? Er klettert an einem Haus hoch, um in das Fenster im vierten Stock einzusteigen. Und weil das ohne Schnitt ist, wissen Sie, das ist Belmondo, der nicht irgendein Stuntman, das ist Belmondo, der an dem Haus hochklettert, bis er oben im vierten Stock verschwunden ist. Das ist auch atemberaubend und das ist so ein Sinnbild für den Film. Da ist alles irgendwie echt dran und das ist nicht ein gespielter Abenteuerfilm, da gibt es ein Abenteuer. Und ich hoffe, Sie werden mitklettern in den vierten Stock und in dieses wunderbare Zimmer, das dieser Film eröffnet, hineinschauen können. Ich freue mich für Sie, wenn Sie den noch nicht gesehen haben. Also, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich Rotz und Tränen geheult und eigentlich immer noch. Jedes Mal. Viel Spaß.